Hallo FIFA Fanarinos. Hier ist das neueste FIFA-Vorspiel von mir. Heute geht es um die morgige Partie des 1. FC Heidenheim gegen die glorreiche Fortuna. Und wir sehen hier schon bei der Aufstellung, die Fortuna ist aktuell ein bisschen personell gebeutelt. Beide Stamminnenverteidiger fallen aus. Hoffmann schon etwas länger. Ayhan wegen der etwas dummen gelb-roten Karte aus dem letzten Spiel gegen Bochum. So dass da eigentlich nur Bormut und Bozek üblich bleiben. Ja, und on top ist Oliver Fink, glaube ich, ebenfalls mit einem, Muskelfaserriss oder Muskelproblem nicht dabei. So wie jetzt auch wegen des Zehenbruchs schon seit einer Woche Lukas Schmitz. Das heißt, die Ersatzbank ist durchaus geprägt von Spielern wie Duman oder Lukoki, die tendenziell eher selten zum Einsatz kommen. Ich begegne dem ganzen offensiv. Wie wir sehen, habe ich Haraguchi, Hennings, Raman und Usami auf dem Feld. Bin mir nicht sicher, ob Funkel das in der Realität auch so machen wird, aber ich probiere das zumindest heute mal aus. Ja, positive Meldung gibt es auf der Ersatzbank. Da ist Michael Rensing das erste Mal 2018 wieder mit dabei. Nach seiner schweren Rippenverletzung. Also Rippenbruch, um genau zu sein. Der Haraguchi, der dribbelt sie alle rund. Inklusive Torwart. Und immer werde ich gefällt. Warum kriege ich eigentlich keine Punkte dafür, dass ich da einen Freistoß raushole? Ja, Einsatz sagt mir hier das System da oben. Einer zu viel, hm? Gegen vier ist aber auch schwer. Naja. Immerhin ein neuer Rekord. Aber jetzt ab ins Spiel. Sie haben sich für das richtige Spiel entschieden, liebe Zuschauer. Und damit hallo von den Kommentatorenplätzen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live vor Ort. Auch von mir hallo. Es kann losgehen. Heute steht auf unserem Programm die Begegnung 1. FC Heidenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Ja. Im Moment sieht es gut aus. Sie stehen auf einem Aufstiegsplatz. Aber jetzt. Im Moment noch. Ich hoffe wirklich, dass jetzt nach den zwei Niederlagen in Folge das Spiel in Heidenheim nicht zu Niederlage Nummer 3 wird. Heidenheim hat viermal in Folge verloren. Sie stehen hier nicht gut. Ein bisschen besorgt. Schlechteste Abwehr, ja. Tja, sie müssen endlich besser werden. Vielleicht gelingt ja heute die Wende. Schauen wir mal. Denn sollten wir in Heidenheim auch verlieren, dann könnte es mit dem direkten Aufstieg für die Fortuna durchaus nochmal ein bisschen enger werden. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2 von vorne drin. Ob das morgen auch so ist? Die Heidenheimer wechseln in letzter Zeit so viel rum.
eben weil sie da nicht so zufrieden sind. Was ich da in Nürnberg gesehen habe, letztes Wochenende von Heidenheim, war auch tatsächlich so semi-gelungen defensiv. Da hatte man schon den Eindruck, dass sie die Hälfte der Tore den Nürnbergern selbst aufgelegt haben. Ich hoffe, Und dass sie jetzt das sehen morgen wir auch bei hier der also Fortuna die tun. Aufstellung Schon allein so der aus Gäste Fairness, ne? heute. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld Na, umsetzen. Viererkette würde ich das jetzt aber nicht nennen im Mittelfeld, was ich da aufgebracht habe. Aber okay. Steffen Schwurbel ist Ja, der ist es. Leiter des heutigen Spiels. Da freuen wir uns. Dorfabrik ist auch da. Also, los damit. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Nein. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Verhoeven. Großer Platz. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hoppala. Und jetzt die Chance. Eieieiei. Da haben wir aber ein bisschen Glück gehabt. Ganz schlecht verteidigt. So. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Ja, wäre Viererkette, ne? Sage ich nur. Zimmer. Und jetzt Ecke. gibt es eine Ecke. Eine Ecke. Na gut. Schauen wir uns noch mal eine Aktion von ihm an. Ganz schlecht verteidigt, ja. Vielleicht war es der Hallo-Wach-Effekt. Jetzt der Eckball. Da können Sie erst mal klären. Das war zumindest nichts. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da passt er auf. Griesbeck. Spielt den Ball direkt zurück. Tich Rivero. Griesbeck. Jetzt wird's gefährlich. Super durchgesetzt. Schnatterer. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse Nee, gehalten. Ja, defensiv. der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Ja, was ist das denn? Ball draußen ist Ecke. Es war sehr unsouverän. Generell defensiv bisher. Die Ich doch Ecke kommt. zu offensiv Das war am aufgestellt. Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Griesbeck mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Thiel. Da holt er den Ball zurück. Hennings. Ach, keine Ballkontrolle. Wird's jetzt gefährlich? Da trennt er ihn vom Ball. Gieselmann. So, was machen Sie draus? Super Tackling. Mist. Thiel. Ich grüße alle Thiels. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sobotka. Haraguchi. So langsam wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Ball ist noch heiß. Oh, ja. Ball ist im Aus, es gibt Ecke.
Ja, den konnte ich nicht mehr präzise aufs Tor bringen. So, Ecke kommt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Na gut. Und jetzt wird es Einwurf geben. Zimmer. Gut gespielt. Ball geht nach außen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Rahman. Haraguchi. Gieselmann. Ja, guter Pass. Szene geht weiter. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Ah, Glücksding. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Ganz souverän hier vom Torhüter. Gieselmann. Den Ball spielt er raus. Hennings. Jetzt kommt Ah, das schlecht. Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Ja, aber ganz kläglich gemacht. Da hätte ich den Hennings sehen müssen, der hinter ihm stand. Nee, den nee. Kriegt der Keeper. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gieselmann. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, da ist Platz hier. Ja. Gute Freistoßposition. Das war auf jeden Fall ein Foul. Und jetzt ja. Er hält den Ball fest. In die Arme, Torwart. Das war nix. Wird das eine Torchance? Schöne Aktion. Schade. Per Kopf zum Mitspieler. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Ziel. Flanke jetzt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Sobotka. Haraguchi. Schönes Zuspiel. Das könnte gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Dankeschön. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Das war doch mal. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich ein aus. Ein geiles Ding. Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vorbei. Und dann passt er ganz genau rein. Homer Simpson Jubel. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Griesbeck. Schnatterer. Wird's jetzt gefährlich? Thiel. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Gutes Pressing jetzt. Haraguchi. Hennings. Schade. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ja, könnte. Hennings.
Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Griesbeck. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das ist jetzt schwach. Gefährlich. Schwach. Und da klingelt es im Kasten. Nichts zu halten bei diesem Schuss. Top platziert in den Winkel. Viel zu offen, nein. Jetzt steht es unentschieden. Das Spiel ist ausgeglichen. Ja. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Rahman. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schnatterer. Verhüllt. So wird das nichts. Vielleicht zu lässig hier. Klar, gibt Einwurf. Klar. Rahman. Schön dazwischen Schade. Gegangen. Ballverlust. Schnatterer. Jetzt wird's gefährlich. Schon wieder ins Leere. Da kommt der Pass. Er schießt. Der geht nicht rein. Super Chance. Wir haben da Freiräume. Thiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ganz energisch. Verhoek. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Ist es denn jetzt mal? Ja, da ist Platz jetzt. Einwurf. Mein Gott, ey. Gieselmann. Also, wenn ich da hinten heute spiele, weiß ich noch nicht so, ob mir das so zusagt. Hennings. Haraguchi. Das zu früh gestartet oder kam der Ja. So oder so, es ist abseits. Die Defensive steht. Sobotka. Ja, lauf doch dann auch mal durch, Usami. Griesbeck. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gieselmann. Da kommt der Pass auf außen. Hennings. Sobotka. Ah. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt flach rein. Gut geklärt, das war wichtig. Gute Chance jetzt, sie bekommen die Ecke. Jetzt der Eckball, jetzt vielleicht. Tolle Aktion vom Torwart. Nee. Defensiv ist es das heute irgendwie nicht. Ecke kommt rein. Super Aktion, gut geklärt. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Ach toll, das finde ich ja nett. Tolle Parade. Dass ich hier einen Abschluss machen will und nicht mal sehen kann, dass da ein computergesteuerter Spieler in den Weg geht. Nee, ganz, ganz toll, FIFA. Einmal mehr. Eine der vielen großartigen Dinge in FIFA 18. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Jetzt bettle ich aber gerade hier drum. Schon längst abgelaufen, ne? So, Situation bereinigt. Und noch ein Eckstoß. Schiri, die Nachspielzeit ist eigentlich durch. So, Ecke kommt. Da können sie erstmal klären.
Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht so. Ja, also offensiv halbwegs okay, defensiv bin ich nicht zufrieden, aber insgesamt läuft es noch nicht rund. Mal gucken. Also, wenn Sie an die erste Hälfte anknüpfen, dann können wir uns freuen. Zweite Halbzeit beginnt. Ja, also das war richtig stark, was wir hier bisher gesehen haben. Zahlreiche Torgelegenheiten. Hennings! Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, oder? Kraus. Tich Rivero. Wo bleiben denn die individuellen Aussetzer dieser Abwehr, wie es sie in der Realität gab? Wird das eine Torchance? Gut gespielt. Und jetzt der Schuss. Oh, Mann, ey. Sind die denn heute alle da hinten nicht in Form? Zweites Tor heute gewesen. Kriegt da überhaupt keine Zweikämpfe hin? Parade wäre sonst der Rückstand gewesen. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da ist Platz. Und die Flanke. Usami. Das könnte gefährlich werden. Mann. Geht's natürlich nicht. Nee, das ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen Abstoß? Können. Wieso das denn? Das wurde vom Verteidiger geblockt. Ach, dieses Spiel. Man versteht es manchmal nicht. Schnattere. Jetzt wird's gefährlich. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Sehr guter Einsatz. Wittek. Guter Pass, jetzt vielleicht. Gehalten. Und da ist der Torwart da, er hält das Unentschieden fest. Jetzt kommt hier der Wechsel. Das interessiert mich nicht. Die Ecke kommt rein. Drüber. Was für ein Kopfball. War das ein Ding? Schade. So, so, schade, ja. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ball kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schnattere. Verhoek. Ach man. Das könnte die Chance werden. Da holt er den Ball zurück. Zimmer. Den Ball spielt er raus. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und er gewinnt den Zweikampf. Feig. Rahman. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Da zieht er ab. Dankeschön. In dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Eingeschweißt. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Haraguchi. Hennings. Jetzt müssen sie aufpassen. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Tich Rivero.
Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gieselmann. Haraguchi. Da ist er aufmerksam und was, hat den Ball. Was sind das denn für Pässe? Jetzt könnte es gefährlich werden. Thiel. Gut verteidigt hier. Ach, was war das denn? Gibt es hier eine Schwalbentaste oder wie? Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Pass auf die Außenbahn. Verhöhnt. Ich gehe aber auch hier falsch in die Zweikämpfe. Schnatterer. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt muss ich einfach sagen. So, aber Usami gefällt mir hier gar nicht. Da darf Lovon machen. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Zimmer. Wird's jetzt gefährlich. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Ja, schwacher Ball hier. Schnattere. Wird das seine Torchance? Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Sobotka. Lovren. Gute Aktion jetzt. Er lässt sein Ge- Da schießt er. Jetzt vielleicht. Abseits. Was für ein durch gewesen. Griesbeck. Strauß. Warum läufst du denn nicht hin, Junge? Gibt's jetzt die Gelegenheit. Tolles Zuspiel. Da kommt die Flanke. Katastrophenabwehr, wirklich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Tick zu lang. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Thiel. Zu lang. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super Einsatz, er holt den Ball. Wittek. Thiel. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Muss er nicht. So, da vorne will ich aber doch nochmal was bewegen. Ramon gefällt mir gut. Raguchi hat sein Pulver aber ein bisschen verschossen. Jetzt wird es den Wechsel geben. Schnattere. Das könnte gefährlich werden. Und da ist der Ball wieder weg. Kraus. Nee. Eigentlich hätte ich auch passend gedrückt, aber. Harvard Nielsen. Es gibt hier Einwurf. Das Zeichen ist klar, der Sieg soll her. Deshalb auch der offensive Wechsel und wir gucken, was das bringt. Da was sind das für Pässe? Feig. Lovren.
Das könnte die Chance werden. Sobotka. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Und das Tor. Sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. Man weiß es nicht. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Tja, nicht formschön, aber das, was gebraucht wurde. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Das war einfach. Und er hat den Ball. Schnatterer. Strauß. Hennings. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht Harvard Nielsen. Und da klingelt es im Kasten. Und da klingelt es im Kasten. Noch einen drauf. Sie sind klar überlegen. Und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Ja, und tja, aus der defensiv früh, offensiv früh. Aber da musst du eben auch stehen. Da hat er einfach den richtigen Instinkt für die Situation. Hier noch ja, die haben einfach drauf geknallt, ne? Aber gut. Zu 2 steht's damit. Hier ist einiges los. Griesbeck. Strauß. Fängt diesen Ball ab. Das ist jetzt eine Chance. Nach wie vor lebt diese Chance. Na, schade. Jetzt wird es hier Eckball geben. Ach, ein bisschen platt, der Benito. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Ja, komm, wird ausgewechselt. Den verdienten Applaus, ne? Haben wir denn noch wen? Ja, doch. Man soll jetzt immer nach vorne gehen. Und Schauerte kriegt noch einen. Für den Applaus. Das wird einen Eckball geben. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. So, Ecke kommt. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Und jetzt der Schuss. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Ja. Doch noch zur Stelle. Ja. Ja. Tich Rivero. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kann er ihn stoppen. Stellungsspiel des alten Bot 6 hier. Aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Abseits. Ganz Hoppla. Einfach an den Ball gekommen. Schauerte. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Das könnte gefährlich werden. Gute Aktion. Lange Flanke. Sehr gut gespielt. Ein fantastisches Tor. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier. Und das finde ich gut. Ja, haben wir es aber böse ausgekontert. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut. Die spielen weiter nach vorne. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, vielen Dank.
Na, das ist jetzt doch ein bisschen hoch. Das kann man schon so sagen, ja? Kraus. Griesbeck. Lovren. Gieselmann. Jetzt wird's gefährlich. Lange Flanke jetzt. Da ist er. Ich gebe zu, ich wollte ihn besonders geil machen. Mit Spezial. Ja. Kann man sich ja wohl dann erlauben, ne? Gut, das war's. Wie gesagt, die Offensive rettet hier das Spiel, das defensiv nicht so souverän war. Aber wenn so viele Abwehrspieler ausfallen, dann kann man das wohl auch mal verzeihen. So überraschend kommt das natürlich nicht, denn Probleme in der Defensive haben sie jetzt schon länger. Tja, wäre doch schön, wenn das mit der echten Fortuna morgen auch so klappen würde. Da kommt die Hereingabe. Das war ein sehenswertes Ding. Geht der Ball ins Tor. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das ist jetzt eine Chance. Gefährlich. Rahman. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Da zieht er ab. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht die Harvard Nielsen. In die Kurzecke. Lange Flanke. Sehr gut gespielt. Ein fantastisches Tor. So, das gucken wir uns noch mal an. Das könnte gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vor. Tja, der Buschi hat er gedacht. Rahman. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Da zieht er ab. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Keiner greift ihn an. Ja, das war eher Standard. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht den Harvard Nielsen. Und da klingelt es im Kasten. Na ja, Torwartfehler. Und das war dann am Ende nochmal schön ausgekontert. Lange Flanke. Sehr gut gespielt. Ein fantastisches Tor. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Kurz vor Schluss treffen sie hier nochmal. Ja, so sieht's aus. Ja, John Zimmer ziemlich gut eigentlich. Hat auch, ich glaube, 2 Tore jetzt vorbereitet. Ansonsten Rahman 9,0. Abwehrspieler eigentlich auch mit einer sehr hohen Wertung. Haben sie vielleicht gar nicht unbedingt verdient. Hennings auch 9,3. Also, ja, die Offensive, die entscheidet es heute, ganz klar. Das kann man schon so sagen. Gut. So viel zum Vorspiel. Mal sehen, ob die Realität morgen nachzieht. In diesem Sinne, tschüss.